Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück hier bei Let's Play Der Hobbit. Ah, immer noch in den guten Minen der Orks und wir rutschen erstmal hier diese wunderschöne Leiter hinunter. ja, es freut mich wieder spielen zu können. Ich musste gerade eben das letzte Video von gestern rendern. Daher konnte ich heute, beziehungsweise kann ich heute erst etwas später aufnehmen. Ich würde sagen, wir übergeben den Warzenstein und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe den Warzenstein gefunden. Ja, oh, ich öffne das Tor. Na super, da hat uns aber gut reingelegt. Aua. So. Boah, der hat aber viel Leben, der gute Kollege hier. Okay, beim Rückwärtsgehen werden wir ab. Gut zu wissen. Frag mich gerade. Ich würde mir gerne gar hinten die Pilze gönnen. Meine Güte. Ein starker Gegner auf jeden Fall. Doch er wird es sicherlich auch nicht aufhalten können. Komm schon. Oh. Meine Güte, dafür hätte man aber auch mehr Mutkristalle geben können, denn das hat wirklich einiges an Mut gekostet, jetzt hier gegen den anzutreten. Meine Güte. Oh oh. Boah. Auch wieder sehr, sehr knappe Zeit. Es wird deutlich schwieriger, muss ich sagen. Hier geht es erstmal nach oben und nach oben und nach oben. So. Und sogar noch weiter nach oben. Wir sind jetzt gerade schon dabei, unseren guten Zwerg zu befreien. Richtig, richtig. Da vorne ist scheinbar die Zelle. Und da ist eine Truhe, die wollen wir natürlich auch mitnehmen. So. Nein, es darf nicht wahr sein. Diese blöde Vergiftung. Gerade kurz konzentriert. Boah. Boah, schnell. Inventar, Gegengift. Boah, eklig. Also Giftfallen bzw. Spinnen generell gar nicht gut. Gar nicht gut. Und das scheinen mir sehr starke Orks zu sein. Oh oh. Diese Wachen sind zu stark für mich. Ich kämpfe lieber nicht gegen sie. Da ist Balfour. Ich muss ihn befreien. Haben wir denn den Schlüssel, frage ich mich. Du röstest gleich in meinem Topf, Halbling. Ah, okay. Wir dürfen nicht gesehen werden. Das ist schon gut zu wissen. Ich war mir nicht sicher. Wir müssen also hier tatsächlich schleichen.
Okay. Das kann ja heiter werden. Ich verlasse mich jetzt mal darauf, dass sie kein allzu gutes Gehör haben. Okay, wir können die Kiste da ranschieben, damit wir da oben hinkommen. Das habe ich schon verstanden. Wie denn? Also soll ich jetzt da mit dem Stein gegenwerfen, richtig? Ich meine, die Orks besiegen kann ich ja nicht. Euch, das schaffe ich zeitlich doch im Leben nicht. Ich habe irgendwie Hunger. Warum macht ihr mir nicht diesen kleinen Ork da? Das kann es nicht sein. Na komm schon, mach eine Wende. Wir gehen mal eben hinüber zu unserem Freund hier. Vielleicht hilft er uns ja. Ich habe irgendwie Hunger. Warum seid ihr das, Beutlin? Psst, nicht die Wachen alarmieren. Holt mich aus diesem Käfig. Wie? Dieser Schalter öffnet das Tor zu meiner Zelle. Ja, aber was ist mit dem Wächter? Sobald das Tor offen ist, braucht er euch nicht mehr zu kümmern. Hey, Ork! Du bist ja nur ein Elbenbastard! Schnauze! Schnauze! Schön gesagt. Ball vor befreien. Schalter für Zellentür betätigen. Wäre auch keine anderen Probleme. Sklaven! Zu mir. Darf nicht wahr sein. Und alles nochmal. Die Stelle war nicht so gut zum Verstecken. Das merken wir uns. So. Wenn wir das schnell hinbekommen, dann müsste das klappen. Ja, ja, den Hebel kennen wir auch schon. Ich weiß nicht genau, wie man da dran kommen soll. Das könnte noch spannend und lustig werden. Wir warten darauf, dass er eine Kehrtwende macht hier unten. Oh Mann, wenn die Orks noch stärker sind als die anderen, dann wird das später sicherlich lustig, gegen die zu kämpfen. Seid ihr? So. Hey, Ork! Du bist ja nur ein Elbenbastard! Schnauze! Wenn wir uns jetzt beeilen, müsst ihr das hinhauen. Du rüstest Freiheit! Zeit für ein Tänzchen! Baruch-Kazad! Lange Jahre zwangen mich die Orks
an diesen von Zwergen gebauten Bergbaumaschinen zu arbeiten. Sie zu vernichten ist Ehrensache. Folgt diesem Weg. Die Lore bringt euch aus diesen Orkhöhlen hinaus. Nichts lieber als das, mein lieber Freund. Aber erstmal wollen wir hier alles mitnehmen, was wir kriegen können. Boah, hätten wir das geschafft? Und jetzt wollen wir natürlich da oben noch diesen Hebel umlegen. So. Was haben wir hier? Ah, ja. Wer sucht, der findet scheinbar. Wir haben schon echt viele beisammen. Viele Gesundheitsbläschen. Uah. So. Und hier wieder der Soundwechsel. Und Aikaramba. So. Okay. Das war's hier. Ich denke mal, dass wir da auch mit dieser Kiste hinkommen werden. Ich hoffe es eher gesagt. Zieh, 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 zieh. Fast. Nee, das wird nichts. Wie kommt man denn da oben hin? Nanu? Mysteriös, mysteriös. Das ist auf jeden Fall zu hoch. Und da oben habe ich, glaube ich, gerade eine Truhe. Ja, tatsächlich, eine goldene Truhe. Hm. Schwierig. Wie kommt man da oben hin? Ich denke mal, vielleicht hätten wir doch eine Kiste stehen lassen müssen. Und da mit dem Stabsprung hätten wir rüberspringen können. Habe ich dann jetzt gerade zerstört, dadurch, dass ich einfach wahllos alle Kisten dem Erdboden gleich gemacht habe. Na, okay, das war nichts. Das müsste doch theoretisch hinhauen, oder? Wenn wir da ein bisschen über die Ecke hinweglaufen. Ich bin mir nicht so sicher. Ganz knapp, aber das wird, glaube ich, nichts. Ja, da hätten wir hier eine Truhe stehen lassen müssen. Das heißt, wir werden hier wohl dann auf einiges an bare Münze verzichten müssen, tatsächlich. Tut mir leid, Leute, aber das Ganze jetzt nochmal zu machen ist, finde ich jetzt auch nicht... Ja, wir sind gut dabei. Es tut mir echt weh, um ehrlich zu sein. Aber um das Ganze zu schaffen, muss man dann tatsächlich, die Kisten stehen lassen. Tut mir leid an dieser Stelle, aber das Ganze jetzt nochmal zu machen ist sicherlich auch nicht in eurem Interesse. Daher verzichte ich da jetzt mal drauf. Denn ich denke mal, wir haben ordentlich Sachen gesammelt und sammeln die auch immer noch ordentlich. Tut mir echt leid an dieser Stelle. Es brennt mir auch ein wenig, dass wir das jetzt nicht gemacht haben. Weil ich da einfach nicht aufgepasst habe. Tut mir leid, Leute. Vor allen Dingen, ihr müsst mit den Konsequenzen meiner Taten leben. Und habt nicht die Wahl, das zu ändern. Ja.
Das war gerade sehr schwierig, wenn ich ehrlich sein darf. Meine Güte, okay. Die Schwierigkeit zieht an. Ich habe euch ja gesagt, das Spiel ist nicht so einfach, wie man vielleicht denken mag. Ich hätte gerne einige Heiltränke wieder, denn wir haben gerade 2 Stück verbraucht. Meine Güte. Aber es waren aber auch viele Orks, oder nicht? Wir speichern. Und dürfen... Das muss der Weg zum Ausgang sein. Ja, wir dürfen doch mit einer Lore fahren. Ich glaube, es geht los. Eingabetaste starten. Wow. Bitte was? Wow. Okay, wir müssen, glaube ich. Nein. Okay. Verlassen, Leertaste. Ich habe verstanden, wir müssen mit dem Schwert schwingen und sozusagen die Weichen stellen. Wasser der Energie, sehr schön, kostet eigentlich richtig viel Geld. Ich traue mich, die zu drücken, wenn es direkt da ist. Aber es hat ja Gott sei Dank auch so funktioniert. So, los geht's. Ja. Wo kommen wir aus? Ich bin mir nicht so sicher. Da hätte ich vielleicht mal drücken sollen, denn hier waren wir, glaube ich, schon einige Male. Ja. Oder ist es gar der Anfang? Es ist der Anfang. Und nochmal. Ach so, falsche Taste. Und nochmal. So. Nochmal genau hingucken und schön die Weichen umschlagen. Okay, das hat nicht funktioniert. Und wir kommen wieder genau da auf, wo wir gestartet haben. Super. Und nochmal. Meine Güte, tut mir leid, Leute. So. Einmal hier rum. Und einmal hier rum. Wir sind wieder genau... Okay, nochmal, Leute. Darf doch nicht wahr sein, was ist denn hier los? So. Hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Links rum. Nee, ich möchte gerne links rum. Aha, was haben denn da meine Augen gesehen? Nee. Der ist nicht erreichbar, Leute. Tut mir leid. Wo ist denn hier bitte der Ausgang? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, vor allen Dingen. Da hilft scheinbar wirklich nur das bloße Ausprobieren. Ich schätze mal, da hätte ich gerade den Schalter umlegen müssen. Ich fahre jetzt die ganze Zeit im Kreis. Ich drücke mal dauernd. Das müsste der Ausgang sein. Wow. Die Grimasse. Einfach göttlich. So. Wir haben den Ausgang scheinbar gefunden. Zumindest wurden wir ordentlich hier rauskatapultiert mit unserer guten Lore. Wir speichern einmal. Oh, und gehen weiter hier durch die Orkhöhlen. Meine Güte.
Und jetzt kommt der wohl entscheidendste Abschnitt im ganzen Hobbit-Spiel. Was für widerliche, schleimige Kreaturen leben hier. Ja, das wollen wir gar nicht herausfinden eigentlich. Jetzt kommt wohl der entscheidendste Abschnitt im Hobbit-Spiel, vor allen Dingen im Hinblick auf die Herr-der-Ringe-Reihe. Viel Spaß, Leute. Okay, ich darf noch ein bisschen reden, denn wir laufen hier scheinbar noch ein bisschen weiter. Orkhöhlen. Wie Bilbo schon gesagt hat, was für widerliche Kreaturen würden hier wohl leben? Ja, hier lebt sogar eine ganz schön entscheidende Kreatur, die uns gleich, ja, den Weg in die Saga rund um der Herr der Ringe geben wird. Was liegt denn da? Ist das etwa der eine Ring? Ist es der eine Ring? Der Ring der Macht von Sauron geschmiedet? Wir wissen es nicht, aber wir nehmen ihn. Hallo, was ist das? Ein Ring? Und damit endet dieses Kapitel unserer Reise mit Bilbo. Wir haben den einen Ring gefunden. Ich denke mal, so viel darf man verraten. Ja, nicht ganz so viele Mutpunkte. Nicht alle Truhen, aber alle Quests abgeschlossen. Naja, okay. Nicht ganz perfekt, aber ich denke mal, das ist ganz annehmbar. Wir machen weiter mit dem nächsten Teil unserer Reise. Nachdem wir uns, Steinbeutel gekauft haben. Und ich würde sagen, 1, 2, 3, 1 und 1. So, mehr aber nicht. Den Restbetrag sparen wir. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem nächsten Teil unserer Reise durch Mittelerde. Beziehungsweise, wir wollen natürlich jetzt erstmal wissen, was ist überhaupt mit dem Ring los? Ich bin schon wieder ganz neben der Spur. Wir haben gerade den einen Ring gefunden und wie das weitergeht, erfahren wir jetzt. In den Tunneln herumirrend fand Bilbo einen glänzenden, goldenen Ring. Er steckte den seltsamen Ring in seine Tasche. Da merkte er, dass er nicht allein war. Bilbo stellte sich der rätselhaften Kreatur namens Gollum vor. Sie beschlossen, das seit grauer Vorzeit bekannte Rätselspiel zu spielen. Die Regeln waren einfach. Falls Gollum das Spiel verlor, würde er Bilbo den Ausgang zeigen. Aber sollte Bilbo verlieren, bekäme Gollum ein leckeres Mahl. Bald schon fielen Bilbo keine neuen Rätsel mehr ein. Was habe ich da in meiner Tasche? Unfair! Gollum. Tja, das ist mein Rätsel. Hände, Messer, Schnur oder gar nichts. Alles falsch. Und jetzt zeig mir den Ausgang. Wir müssen zuerst etwas holen. Was habe ich denn nun in meinen Taschen? Mein Schatz! Mein Ring! Was hat er denn da in seinen scheußlichen kleinen Taschen? Er will den Ausgang wissen! Bilbo folgte Gollum aus der Höhle und fand seine Freunde auf der anderen Seite des Nebelgebirges. Aber sie waren noch nicht außer Gefahr. Ein Rudel wilder Warge griff an. Die großen Adler! Alte Freunde, wir sind gerettet! Hm.
Wieder in Sicherheit verabschiedete sich Gandalf von seinem alten Freund, dem Fürsten der Adler. Am Rand des Düsterwaldes kündigte Gandalf seinen erneuten Abschied an. Er zeigte ihnen einen Weg durch den Wald und befahl ihnen, diesen keinesfalls zu verlassen. Bald gingen ihnen die Vorräte aus. Eines Tages entdeckten die hungrigen Zwerge feiernde Elben im Wald und sie verließen den Weg. Die Waldelben verschwanden. Bilbo fand sich allein und verirrt wieder. Hallo? Thorin? Oh, vermaledeite Zwerge! Wie konnten sie sich nur im Düsterwald verlaufen? Egal. Ich sollte sie besser finden. Ja, lieber Bilbo, so egal ist das jetzt nicht. Wir sind also hier im nächsten Abschnitt. Das waren gerade sehr viele, sehr schöne Cutscenes, muss ich sagen. Meine Güte. Wir sind im Düsterwald. Meinem gefürchtetsten Kapitel, muss ich zugeben. Es wirkt ja schon sehr bedrohlich, muss ich ebenfalls zugeben. Wir können hier schon mal ein bisschen was mitnehmen. Einige Steinchen. Die hätte ich mir jetzt auch nicht kaufen müssen. Naja, sei es drum. Und ich würde sagen, wir setzen hier erstmal einen Schnitt, Leute. Und wie genau es hier weitergeht, ob wir die Zwerge finden und vor allen Dingen, was uns hier im Düsterwald erwartet, gibt es alles beim nächsten Mal hier bei Der Hobbit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Übrigens, oben rechts jetzt auch der eine Ring. Mehr verrate ich euch nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.